der unter anderem natürlich auch davon profitiert, dass Alexei Jagodin hier in der Halle anwesend und Alexander Abt nicht hier in der Halle anwesend, dass die beiden die Saison nicht bestreiten. Aber er ist schon auch ein guter, dieser Klimkin, so ist es ja nicht. Zweiter der russischen Meisterschaften in dieser Saison. Sturz beim vierfachen Tulot ist ihm auch schon in der Qualifikation passiert. Zuschauer, das ist wirklich eine Rarität, die Waagebürger zu beiden Seiten, obwohl es nicht so aussieht, ist aber wirklich enorm schwer. Mit dem dreifachen Tulip kombiniert, das macht nur er. Ja, ist immer wieder faszinierend. Ja.